So, willkommen zum, willkommen zur neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt beim Community Day. Zudem habe ich eine halbe Stunde live gestreamt. War ziemlich merkwürdig. Ich bin jetzt fertig. Mit Sabrina bin ich durch. Das war's. Nie wieder Sabrina, das sage ich euch. Mal gucken, ob sie Bart und Brille macht. Erstmal hier weg, den Humpen. Mütze aufsetzen, kurz verkleiden. Und, oh, hier ist wieder nichts. Bruder. Ich muss mal kurz hier... Upsi, ja. Kannst du das mal kurz halten mit deinem Arm? Ungefähr so. Sehr schön. Ich verkleide mich mal kurz, melde mich gleich zurück. So, da sind wir zurück, da sind wir angekommen, alle da hier. Wie gesagt, der Sachse ist aufgestiegen, der hat Eierlikör dabei. Heute wird gefeiert, heute wird gerobbt. Die Bude abgebrannt, angezündet, der Fischi ist am Start. Wieder und der Felix natürlich, der Felix vorhin schon 100er Absol aus dem Krypto-Stop bekommen. Also Shiny Pandimon. Shiny Pandimos hier beim Fischi. Ich habe jetzt schon 4. Hashtag Eierlikör. Ja, im Rucksack ist Eierlikör. Ich habe auf jeden Fall schon 4 Pandimos. Ach, Pandimos. 4 Plinfa, meine ich. 4 Plinfa gefangen im Livestream, der ziemlich merkwürdig war, muss ich dazu sagen. Wir laufen aber jetzt ein bisschen rum. Jetzt wird gefilmt mit Kamera. Ramses ist zurück. Sabrina ist tot. Auf meinem Kanal. Ach, ihr wisst schon, genau. Egal. Pro Shiny ein Eierlikör, also eine ganze Flasche. Das kann ja was werden. Gut, wir sehen uns, wenn das nächste Shiny kommt oder irgendwas passiert. Ja, habt ihr den dabei? 30 Stück, wann müssen wir aus der Flasche trinken? Das ganze Auge noch voll. 30 Waffel. Ja, das kann direkt aus dem Blindfahrei. Der ist ja brutal. Braucht man noch einen Löffel? Ist schon gefroren, oder? Der hat etwas länger gedauert mit dem Schein. Dieses Eierbunsch. Sorry. So, sie haben es also wahr gemacht. Immer, wenn die Yvonne einen Shiny kriegt, müssen wir einen Eierlikör trinken. Ne? Pupsi auch gerade noch einen Shiny bekommen. Machst es mal in die Kamera rein. Jetzt sitzt es schon wieder. Da hat sie schon wieder einen sitzen. Felix auch eben Shiny bekommen. Also da ist es ja richtig, dass alle hier... Guck mal, wie das hier schon oben drüber... Ja, auf Herrn Prost, ne? Sonst fliegt nämlich gleich alles in die Hose. Alle hier, hast du es? Ja. Hibbidi-ho. Du Tropf. Da? Ah ja. Shiny? Shiny? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Egal. Ihr wisst ja selber, wie es aussieht. Warum zeigen wir euch das überhaupt? Fangt doch eigenen Shinies, ne? Prost. Ich mag ja auch. Prost. Mit auch um 12. Muss man jetzt den Becher den ganzen Tag rumtragen oder kann man den essen? Ich habe 36 Stück dabei. Okay, ess den Becher. Pupsi hat schon wieder das nächste Shiny, 3 Stück kurz nacheinander. Zum Glück spielen wir nicht, wenn sie ein Shiny bekommt, gibt es Eierlikör, sondern nur wenn Yvonne ein Shiny bekommt. So haben wir erstmal unsere Ruhe, ne? Hoffentlich hat sie Pech, sonst sind wir dann alle betrunken. Das kann man aber auch machen, macht Trinkspiele draus. Aus einem Kinderspiel einfach ein Trinkspiel machen, besser geht's doch gar nicht. 739 ist übrigens das, was Pupsi gerade hatte, ist auch ein relativ hohes. Wetter geboostet natürlich nicht, dazu passt das Wetter nicht. Da vorne, ist das schon wieder Thomas? Nein. Hab den Thomas gesehen vorhin. Der hat gleich Foto gemacht, als er mich gesehen hat, mit Perücke. Aber fand ich trotzdem komisch, wie gesagt, weiß ich nicht. Kann man mal machen so als Gag, aber ich habe überhaupt nichts gesehen, meine Umgebung nicht wahrgenommen. Es war alles komisch, den Chat konnte ich auch nicht sehen und war merkwürdig, auch immer zu so Runde aufs Handy nur starren. Ich guck lieber hoch in die Luft, Hans guck in die Luft, ne? So könnt ihr mich jetzt nennen. Gucken, da stehen sie, die Banausen, laufen wieder über den Markt, ob wir noch was finden. Heute einen chilligen machen, ne? Sonntag ist eh Ruhetag, gibt's eigentlich gar keinen C-Day. So, der Tobi ist wieder da, den haben wir wieder gefunden. Der rennt jetzt da hinten irgendwo rum, er war im Gebüsch, laut eigenen Angaben. Wir gehen mal hier kurz auf. Apropos Plinfa, auf Plinfa, entwickeln hier mal eins, bevor wir das vergessen, für die C-Day-Attacke. Aquahobitze ist das ja wieder, eigentlich ist es ja eh sinnlos, weil mit jedem Community-Day kriegt ihr ein Starter-Pokémon von der nächsten Generation dann wieder, im Prinzip wieder mit derselben Attacke wie alle anderen davor, und das wird dann immer das Stärkste von dem Typ sozusagen. Außer das war schon mal anders, aber bisher war es immer so, dass von der ersten
ist krass geworden. Das von der zweiten ist dann aber krasser geworden als das von der ersten. Das von der dritten ist dann krasser geworden als das von der zweiten und von der ersten. Und eigentlich bräuchtet ihr keinen C-Day mitspielen, außer den allerletzten. Denn dann habt ihr eh das Krasseste und das zählt ja. Hier habt ihr jetzt ein Impoleon mit Metallklaue. Den könntet ihr auch zum Stahlangreifer machen. Aber zweimal Wasser ist eigentlich besser. Vielleicht auch wieder für die Rocket Stops oder so. 2600 ist auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Nimmt man mal mit. Sieht auf jeden Fall lustig aus auch. Da ist wieder der Thomas. Das höchste Shiny bis jetzt, das 767. Wenn wir kein besseres kriegen, werden wir das dann entwickeln. Aber ich bin guter Dinge. Denn wir haben eben schon 800er noch was Viecher gefangen. Vielleicht kriegen wir auch noch ein 800er Shiny. Jetzt denke ich immer zu, da ist ein wildes Knackrack, aber das ist mein Buddy, der hier rumläuft. Also lasst euch nicht irritieren. Mit was lauft ihr momentan? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, wenn's ein Hubeluft, das mache ich dann mein Buddy. Warum? Weil es lustig ist. Vor allem ist interessant, wo sie dann den Aufkleber immer hin, also den Orten hinstecken. Beim Toxiquark haben sie es einfach auf die Kniescheibe gequetscht. Und das andere hat es hier oben am Ohr und das andere hat es auf der Brust. Ist bei jedem anders. Müsst ihr mal drauf achten. Also ich will auch nichts sagen, aber es spawnen schon wieder so wenig Plinfer. Vorhin sah noch alles gut aus, aber jetzt, wenn man so unten läuft, nix. Also ein oder zwei kommen mal. Wir haben jetzt hier 12.32 Uhr, geht noch ein Fünfer auf jeden Fall an der Brücke der Technik. Und vorhin habe ich noch schön Ansage gemacht. Fünfer, generell Raids, alles mögliche, nicht schwerende C-Days. Aber wir können ja mal gucken oder in die Runde fragen. Vielleicht hat jemand Bock auf den Fünfer an der Brücke, vielleicht nehmen wir den ja doch mit. X-Raid Arena, Heatran, dann sind wir auch fertig für heute. Ja, ansonsten, keine Ahnung, der Fischi will immer zu einem Despo da machen, falls am Löwen eins ist. Ihr seht, jetzt war ich eine Stunde nicht auf dem Bildschirm und es ist trotzdem kein Blindfahrer da. Also hier sitzt ein Visor. Visor C-Day. Nehmen wir mit. Kein Shiny. Fangen wir. Laufen weiter. Von Yvonne gibt es auch gerade nichts. Alles ruhig. Deswegen. So wie ihr seht, machen wir doch den 5er Raid, warum auch immer, was da wohl in uns gefahren ist. 16 Leute in der Lobby, der Felix isst schon wieder Döner. Hoffentlich gönnt er sich danach noch ein Eis, wie sonst immer, ganz traditionell. Genau, wenn ihr das verstanden habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sind gespannt, ob noch jemand einen Shiny jetzt bekommen hat hier. Bei mir? Ja, bei dir. Toll. Der Dönermann hat einen Shiny mit 21,10. Nehmen wir mit, genau. Meins hat 21,11, ist auch kein Shiny. Will das jemand fangen, der fangen kann? 21,35. Oh, wenn ich auch einen Döner kriege, fange ich es gern. Nee, 21,35, aber beim Felix, das ist ein gutes, das kann man mal mitnehmen. Ich fange mal kurz meinen Shiny, vielleicht kann ich es ja dann bei ihm fangen. Das wäre sehr lieb. Das dürfte ja drin bleiben beim ersten. Wir gucken, ob wir es hinkriegen. Ne? Ja, aber mit einer goldenen. Machen hier mal aus. Vor allem ist der Bildschirm extra so dunkel eingestellt, dass man weder das Pokémon noch die Bälle sieht. Das muss man auch mal machen. Dark Room. Wollten wir halt heute eine persönlich schwierige Challenge stellen. Dir, und deswegen stehe ich hier, muss es fangen. Deine Challenge ist in Ruhe Döner essen. Ja. Ha! Die Döner ist. Und da ist es drin, da ist es gefangen. Jawohl. Du kannst es auch mal bewerten. So ein Millimeter. Können wir hier nicht den. Letzter Ball. So, mal kurz hier. Haben wir kurz den Bewertungsscreen angemacht, dass ihr seht hier. 96, genau. 96er mit 15 Angriff und 15 KP. Hast du deinen Fake-Schein gemacht? So, ich bin raus, ich gehe nach Haus. Ich habe jetzt meinen Döner bekommen, dafür, dass ich das Heatran gefangen habe. Tschüss, das war's von meiner Seite aus. Döner-Tag in Pokémon Go! Und das erste Shiny in dieser Folge, seitdem ich vorhin nicht mehr als Sabrina gespielt habe, ist nichts passiert. 1,5 Stunden lang einfach tote Hose. In der Sabrina-Version gab es gleich 4 Stück. Jetzt als Ramses das erste nach 1,5 Stunden. Oh mein Gott, was soll mir das sagen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen das natürlich mit, laufen nochmal da hoch. Die Dönerrunde ist vorbei.
Mal gucken, ob jetzt die Pizza wartet oder das Eis oder irgendwas anderes. Ist auf jeden Fall immer was los. Und Eierlikör wartet ja auch noch. Da muss auch mal wieder was passieren. Das Gute ist, der Trend geht immer mehr hin zum zweiten Account. Beziehungsweise in meinem Fall wäre es dann zum 20. Account. Aber wie die Leute hier alle... Oh, ich habe auf meinem Kleinen was gefangen. Und du denkst so, was? Ja, ich habe jetzt einen kleinen Account, Level 11, Level 10. Jetzt rennen sie rum, vergleichen ihre Medaillen. Oh, ich habe 3 Gift-Pokémon gefangen. Richtig krass. Also, das erinnert natürlich an die Anfangszeiten. Immer wenn man neu angefangen hat und egal was man gemacht hat, man hat immer irgendeine Belohnung gekriegt. Irgendeine Statistik ist aufgeblitzt, ihr habt irgendeine Medaille bekommen, irgendeine Belohnung, irgendwas. Das war so genial. Alle 5 Sekunden ist irgendwas passiert. Auch gerade wenn ein Levelaufstieg war. Die Levelaufstiege waren einfach das Beste immer. Wenn ihr gesehen habt, da beginnt irgendwas, dann fliegt diese große Zahl rein, ihr kriegt die ganzen Items gut geschrieben. Das war das Highlight. Aber wenn man Level 40 ist, sieht man sowas ja nicht mehr. Das ist traurig. Das war so genial. Ich bin gestern Abend auch mit den kleinen Accounts, mit den Halloween-Accounts, die 4, die ich mir gemacht habe, auch aufgestiegen. Bin ich gestern auch aufgestiegen. Habe ich 4-mal gesehen, wie ein Level abkam. Das sah richtig genial aus. Wir warten natürlich immer noch, ob irgendwann eine Level-Erweiterung kommt oder irgendwas. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Wir laufen aber weiter, gucken noch mal, bis das nächste kommt und bis der Eierlikör irgendwann wieder fließt. Das muss nur auf dem richtigen Account kommen. So, die Minibar ist eröffnet. Ihr wisst, was das heißt. Das nächste Shiny war da bei der Yvonne. Da ist ja schön, weil ein Becher hier. Sachs hat es auch gerade erklärt. Eierlikör, weil das ist ja ein Vogel. Ne? Ich habe gedacht, da bewirft man sich mit Eiern, aber nee, da gibt es Eierlikör beim Vogel und mal gucken beim nächsten. Wenn was Grünes kommt, gibt es Pfeffi, ist alles schon abgesprochen, alles geklärt. Auf jeden Fall. Jetzt geht's los, wird verteilt. Der Max, gell, der staubt einfach ab. Der kommt frisch rein und wird gleich abgefüllt. Richtig genial. Das habe ich halt zu viel. Ach, es gibt nie zu viel, es gibt nur zu wenig. Ich bleibe einfach mal hier stehen. So. Prost auf dein Shiny. Prost! In die Runde gesagt, ne? Cheese, das wird ein Foto. Und den Becher wieder essen, das ist wichtig, ne? Nicht, dass er weggeschmissen wird. Denkt an die Umwelt. Denkt an die Greta. So, Felix freut sich auf jeden Fall. Der hat einen shiny blauen Ausstoß, ein shiny blaues Austausch. Hat nämlich gerade einen Muschas gefangen. Hat das jetzt entwickelt. Na, guckt, wie er sich freut. Und der Ramses hat noch einen shiny. Oh, richtig genial. 609 auf jeden Fall, das nehmen wir noch mit. Irgendwie ist es heute nicht das Gleiche. Irgendwie ist es sehr kalt. Und immerzu bleiben wir stehen und trinken Eierlikör. Und immerzu... Tobi haben wir schon wieder verloren. Hupsi ist abgehauen. Der war es zu kalt. Die muss jetzt aufpassen. Sachse ist noch da. Ne? Der Rotbarsch ist auch noch da. Das nehmen wir jetzt noch mit. Eine Runde können wir noch laufen. Dann machen wir vielleicht noch am Dino den Fünfer zum Abschluss. Nochmal so. Mal gucken, vielleicht ist da noch was Gutes dabei. Aber ansonsten eher ruhiger Tag heute. Denke ich mal. Alter, der Fischi ist so ein blöder Assi. Hier ist ein 100er, hier ist ein 100er. Alle rennen hin, gucken auf sein Handy, alle drehen durch, sind verwundert. Und ein 100er, weiß Gott, guckt euch das an. 100 WP. Wie viel IV hat es denn? Wollen wir das auch mal abchecken? Ein Stern, also das ist... Knapp am 100er vorbei. Ja, ein Stern ist eine 1 und 2 Nullen hinten, ne? Wenn man es von den Sternen betrachtet. Also, so kann man es natürlich auch machen. Sammelt ihr auch 100er, also 100 WP-Pokémon. Schreibt es mal in die Kommentare. Da geht sogar noch ein Ei auf. Sehr schön, ein Viertel Brütdistanz. Das dritte Ei, was erstmal aufgeht, weil wir bewegen uns ja nicht. Wir schweben durch die Luft. Geh mal rein. Ja, geht rein. Kotbrötchen auch. So, Kotbrötchen ist auch am Start. Jetzt kommen wieder die kleinen Accounts zum Einsatz. Sehr schön, dass sie ein bisschen leveln, ein paar Bonbons kriegen, ein paar Bären, irgendwas. Wir packen mal hier noch einen Pass rein, machen noch einen Heatran zum Abschluss. Ich bin allein. Oh, hier regnet es, aber es regnet nicht. Es nieselt eher, beziehungsweise es ist so Schneeregen, ne? Sieht man das? Nee, das sieht man nicht. Vielleicht, wenn es im Bad vom Bad aufgefangen wird.
Ist auf jeden Fall schön, ist sehr kühl, ist erfrischend, ist prickelnd. Und es ist einfach nur kalt. Aber Hauptsache wieder kurze Hose am Start, Digga. 3 Stunden rumlaufen und sich alles abfrieren. Wir sind froh, wir machen jetzt den Raid noch. Dann müssen wir noch kurz die Auswertung zeigen. Und dann verabschieden wir uns auch. Ich werde das höchste Shiny dann noch entwickeln. Und dann sind wir eigentlich durch, denke ich mal. Ich würde euch ja darüber stellen, aber da ist halt auch nass. So, stellen uns noch mal ins Licht. Wir fragen noch mal gleich, ob jemand noch ein Shiny hat oder noch was Gutes. 21, 45 wäre das Wunder da. 26, das hört sich auch nicht schlecht an. Auf ein zweiter Kopf. 17 Bälle. 7 Bälle. 21, 10, das ruckelt aber. Das fange ich jetzt, wenn keiner guckt, ne? WP. Oh, das wird schon wieder alles nass. Shiny nix dabei. Dann machen wir gleich noch die Auswertung und ich werde das Dings noch pushen, noch entwickeln. Und dafür, dass wir ja gar keinen Raid machen wollten am C-Day, weil das die Zeit wegnimmt, haben wir jetzt 2 gemacht, denn das hat den einen von vorhin wieder rausgerissen, sodass wir im Prinzip jetzt ja wieder gar keinen gemacht haben. Ich verstehe die Logik, die nicht vorhanden, ne? Gut, so kann man sich's erklären. Dann haben sie schon wieder am Eierlikörbecher essen. Das war, glaube ich, jetzt der letzte. Jetzt also die Auswertung. Wer möchte anfangen? Ich gucke, was der Rest. Dann gucken wir mal hier beim Rubasch. Wir haben wie viel? 6. 6 Stück. Oh, da ist noch ein Pikachu. Guck mal da. 6 Stück auf jeden Fall. Das höchste mit 750. Sehr schön. Wollen wir hier drüben gleich weitermachen, wenn wir einfach auf der Seite sind? Also, da haben wir wie viel? 6. Ebenfalls 6, das höchste 849. Richtig genial. Da haben wir wie viel? 13. Das Säckle? 13. Wieso das? Weil ich der Beste bin. Ah, dafür sind die aber auch alle sehr low, ne? Hier. Ja, hier 5,6. Nee, 714. 714. Da, das höchste so. Hallo. Der Typ mit Mütze und mit Hut gleichzeitig. Hammer, hier was. Der hat schon eins entwickelt. Ach, schön. Muss ich gleich auch noch machen. Jetzt habe ich 18 bestanden. 8 Stück. Ich habe keinen Pass mehr. Mhm. 8, 6, sind das nicht 9? Ach nee, das ist ja ein Evoli. Das ist doch ein Evoli. Guck dir das an. Was war denn da das höchste? Ist das das höchste, was ja, du entwickelt hast? Ja, das war das höchste. Das hat also über 700 gehabt. Ja. Sehr schön. Da sieht es auch gut aus. Hier kommen wir hier rüber. Okay, dir zuliebe habe ich das jetzt so, ach, das jetzt so hell gemacht. Zum Fischel. Ja, ja. 7 normal und ein Pandemos. 7 normal und ein Pandemos. Richtig genial. Da ist noch ein Scheinhuchs dabei. Ja. Könnt ihr euch auch mal. Hier der Dönerboy. Servus. Ja, ganz neu. Da haben wir wie viel? 9. Schön. Und ein Austausch natürlich. Ja. Muschas hier 2300. Das ist besser als ein Tobi Seins. Da ist Maxchen, ist auch am Start. Da haben wir wie viel? 1. Ein einziges Stop. 1? Ja. Sehr schön. Und ein Heatran. Normales. Ja, richtig genial. Was? 701. Echt? Ja gut, Herr Max, da kamen wir auch ziemlich zum Ende erst an. Wir haben jetzt im Endeffekt also... Achso, ich habe gar nicht geguckt. Da muss ich ja hier schillernd eingehen. Schillernd, Funddatum. Und da haben wir ein Heatran heute bekommen aus dem Raid und ansonsten 6 Stück. 4 Stück bei Sabrina, als Sabrina, wie auch immer. 2 Stück noch so hier im Video. War jetzt nicht so krass, aber das höchste mit 767, das werden wir jetzt auch mal durchentwickeln. Für euch, da seht ihr nämlich, ist noch ein Schatten da. Den Schatten machen wir noch weg. Alle Rätsel natürlich, was der nächste C-Day sein wird, denn die Starter sind ja durch. Es muss jetzt wieder irgendwas krasses, normales sein. Hornio! Hornio zum Beispiel. Das gibt's noch nicht. Aber gut, die haben ja Raupi auch einfach so rausgebracht, mal bei einer Feldforschung mit dabei. Und das ist ja so ein Pokémon, was monatlich irgendwo mal mit rausgehauen wird. Was cool wäre, wäre natürlich sowas wie Rihorn irgendwas. Aber bei Kleinstein dachte ich auch, machen die vielleicht mal ein Z-Day. Dann haben sie es auch so rausgehauen. Rihorn wäre auf jeden Fall trotzdem genial. Ansonsten schreibt ihr mal rein, welches Pokémon ihr euch noch zum Z-Day wünschen würdet und was ihr denkt, was als nächstes kommt. Laukaps! Ihr habt ja jetzt Empoleon. Saukopfs. So ein Dreck. Ihr habt da Empoleon und das zweithöchste ist hier das 665. Das entwickeln wir nochmal.
Dann haben wir wieder die Familie voll, die anderen könnten wir theoretisch wegtauschen oder wegschmeißen, weil die braucht ja eigentlich eh keiner, großartig. Das war's aber von meiner Seite aus. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr besser findet, das mit dem Stream oder das mit dem mit Rumlaufen, auch wenn es heute jetzt ja, ruhig war und gemütlich. Wieso denn? Da habe ich mir wahrscheinlich so gehört. Damit man dich nicht sieht, hä? Na warte. Sein Ausraster ist eh nicht drauf, der war nämlich der Schocker des Jahres, nicht nur der Schocker der Woche. So, jetzt haben wir alles da. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Tschüss. Und danke für den schönen, unvergesslichen, kalten, amüsanten Tag mit viel Eierlikör.